break. Pray you hear me like the winter wind against your window pane. Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate. It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades, yeah. Der Junge ist wieder abgelenkt, wenn Pussy ins Spiel kommt. Katz. Hallo! Hallo, Kleinkatzenmuschi. Ja, okay, war nur alles ausgerichtet perfekt. Oh, du bist ein Mongo, Alter. Ich hab aber gerade gepasst, ey. Eine Fresse. Die schwarzen Dosen aber mit deinem Scheiß. Das ist ISO, also kein Red Bull oder irgendwas. Dancing! Kommen Sie ins Bild? Hallo. Hallo zusammen. Heute habe ich Verstärkung dabei. Glenn ist mit dabei. Manche von euch kennen Glenn, die ersten Videos mitverfolgt haben. Für alle anderen, das ist Glenn. Hallo. Und zwar kommen wir heute einer Zuschauerfrage nach oder einem Kommentar. Es geht um die Auflistung verschiedener Trackdays. Und zwar hieß da die Frage, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber die Frage war, wie teuer ist eigentlich so ein Trackday, was muss ich einplanen? Und da dachten wir uns, wir machen einfach eine Auflistung von verschiedenen Trackday-Anbietern und Events, wo wir wirklich dabei waren, wo wir Erfahrungswerte haben und dass ihr eine Idee habt, wie teuer ist so ein Tag, was muss ich da einplanen, was kommt da auf mich zu. Glenn hat auch schon jede Menge Erfahrung auf diversen Rennstrecken. Ich habe jetzt auch einige verschiedene Veranstalter testen können. Und bei dem Video müsst ihr bis zum Ende schauen, denn am Ende kommt unser Geheimtipp. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr den nicht kennt, weil der Veranstalter in der Form bei diesem Event, beziehungsweise mit so einem Event, relativ neu ist. Ja. Und deswegen habe ich jetzt endlich mal ein Druckmittel, dass ihr bis zum Ende guckt. Ja, und mich. Und natürlich Glenn, ja. Ich habe sogar, ich kann ja das Ganze, die ganzen Videos kann ich ja auswerten und kann bei YouTube gucken, wer meine Videos schaut. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 5% weibliche Zuschauer. Dieser Mann ist leider schon verlobt. Sorry. Gibt Schlimmeres. Gibt doch Besseres. Okay, fangen wir an. Das Einfachste, ich denke, was echt jeder kennt, Nordschleife, Tourifahrten. Ja, Klassiker. Was kostet so eine Runde? Aktuell, ich glaube, unter der Woche 25 Euro und am Wochenende 30 Euro pro Runde. Okay, ja, kann sein. Ich kenne das nur mit 30 Euro pro Runde. Das ist auch, glaube ich, echt die einzige Veranstaltung, beziehungsweise das einzige Event, wo ihr wirklich pro Runde zahlt. Ja. Gut. Dem geschuldet, dass eine Runde halt auch wirklich 22 Kilometer sind. Dennoch ist das schon ziemlich teuer, würde ich sagen. Aber gut, die einzige Möglichkeit auch wirklich spontan irgendwo zu fahren. Und Touri, ich hatte tatsächlich bisher immer ziemlich Glück, weil es war relativ leer und es waren ziemlich coole Leute dabei. Allerdings höre ich super oft, dass das sehr chaotisch sein kann, dass da wirklich allerlei mitfährt und das auch ein bisschen gefährlich werden kann. Boah, ich hatte auch schon Sonntage, wo 8 Stunden offen war und ich eine Runde gefahren bin. Also, sonst war nur gesperrt. Ja. Da hast du manchmal auch die Scheiße am Schuh einfach. Oschersleben. Und zwar auf Oschersleben gibt es einen Veranstalter, das ist die Rennstrecke an sich, Motorsportpark oder Motorsportarena, ich weiß nicht, die Motorpark. Ja, eben. Der kostet, früher hat dann Stint 40 Euro gekostet, ich glaube mittlerweile 45 Euro für 20 bis 25 Minuten. Auch relativ günstig. Ich fand das bisher immer richtig gut da, war nie zu voll. Die Einführung ist ja ein wenig sehr simpel, aber zumindest gibt es da Flaggenkunde und euch wird erklärt, was da wie passiert. Und es war bisher immer sehr diszipliniert, muss ich sagen. Ich bin da, ich glaube, jetzt schon 2 Jahre gefahren. Und auch relativ regelmäßig. Bisher war es wirklich immer cool. Also für den Einstieg, wenn ihr wirklich in der Nähe irgendwo von Oschersleben wohnt, kann ich euch das wirklich empfehlen. Einfach mal Motorsport Arena Oschersleben googeln, beziehungsweise alles, was ich euch erzähle. Alle Links werdet ihr hier in der Beschreibung finden von allem, was wir hier berichten. Der nächste Punkt, da haben wir zusammen eine Erfahrung gemacht. Freeriden. Freeriden ist ein holländischer Anbieter. Schwierig.
mit Abstand der günstigste, mit 30 Euro pro Stint. Ein Stint dauert zwischen 20 und 30 Minuten. Die bieten an Assen. Moment, der dauert 20 Minuten, wenn du nicht auf dem Dach liegst. Ja, das stimmt. Das ist wirklich der einzige Veranstalter, beziehungsweise das einzige, das erste und einzige Mal, wo ich auf einer Rennstrecke war und auf einer ebenen Strecke wie Assen, wo es wirklich keine Kuppen und nichts gibt, Autos auf dem Dach gesehen habe. In jedem Stint. In jedem Stint. Drei Stints gefahren, drei Überschläge. Das ist eine geile Quote. Nee. Es ist super günstig. Ich glaube, der günstigste Anbieter. Aber auch mit Abstand der schäbigste. Ich habe da Flaggen gesehen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Du fährst um die Kurve und dann wedelt da einer. Eine blaue Donut-Flagge. eine blau gepunktete Flagge und daneben eine mit rosa Streifen. Und weiß ja nicht, was das heißt. Heißt das, ich muss jetzt querfahren oder keine Ahnung. Das ist so. Achtung, Holländer auf dem Dach. Das ist so, ich glaube, die Jungs stehen einfach morgens auf, denken sich, oh fuck, heute ist Track Day, wir müssen auch Flaggen zeigen. Komm, hol das Bettlaken. Und dementsprechend, ich kann es echt nicht empfehlen. Also es ist günstig. Vielleicht kann man da mal vorbeischauen, wenn ihr da unbedingt Bock drauf habt und in der Nähe wohnt. Aber gerade für den Anfang kann ich es absolut nicht empfehlen. Und nee. Die Fahrer sind, bringe es auf den Punkt, die sind absolut assi unterwegs. Die fahren die in die Karre und sind auch ein paar wilde, ist so eine Shitbox Racing, würde ich mal sagen. Shitbox Racing Gang ist da auch unterwegs. Das sind so die Locals. Wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Ist günstig, aber wenn ihr Pech habt, kann es sau teuer werden, wenn euch einer da in den Koffer fährt. Das nächste auf der Liste hier ist relativ teuer. Aber das liegt halt an der Rennstrecke. Ja. Das Afterwork-Angebot von ESO, ESO steht für Event Service OWL oder Toyota Racing Club. Die Preise sind, glaube ich, identisch und das Angebot ist auch ziemlich ähnlich. Und zwar ist das nur am Bilsterberg. Das heißt, die bieten ihre Events nur auf dem Bilsterberg an. Und das Gute daran ist, es sind Afterwork-Track-Days. Das heißt, es fängt irgendwie ab 16 Uhr an. Und ihr könnt dann tatsächlich irgendwie mittwochs, Freitags, donnerstags, ich weiß nicht, wann das immer ist, könnt ihr nach der Arbeit da runter und 2 bis 3 Stints fahren. Finde ich super cool. So ein Stint kostet allerdings 80 bis 90 Euro. Das liegt aber nicht daran, dass die Anbieter, Toyota Racing Club oder ESO, so teuer sind. Das liegt einfach an der Rennstrecke. Jede Veranstaltung am Bilsterberg ist verhältnismäßig teurer als auf irgendeiner anderen Rennstrecke. Dazu muss ich sagen, finde ich es ziemlich diszipliniert und gut organisiert. Ja, bisher, ich meine, eigentlich muss man fairerweise sagen, unsere Haus- und Hofstrecke. Ja. Bisher ich noch nie. Überhaupt nicht kann. Noch nicht. Nächstes Jahr kriegen wir dich dahin. Bisher immer, also bei beiden Veranstaltern durchweg diszipliniert. Kann man nicht anders sagen. So, der Junge ist wieder abgelenkt, wenn Pussy ins Spiel kommt. Katz. Hallo! Hallo, klein Katzenmuschi. Was soll ich sagen, ich bin verloren, abstoßend. Und jetzt kommen wir zu unserem Favorite vor dem Geheimtipp. Ich glaube, du bist mit dem DSK noch nicht gefahren. Nee, ich bin frisch eingetreten. Okay, frisches DSK-Mitglied. Und zwar ist das quasi mein Tipp für die Anfänger. Wenn ihr Mitglied seid beim DSK, dann kostet euch jeder Trackday zwischen 225 und das teuerste sind 270 Euro. Hallo Katze. Jetzt ist das Arschloch in der Kamera. Das wollte ich ja doch. Ah, die schöne Katze. Wo waren wir? Genau, 225 bis 270 Euro, wenn ihr Mitglied seid. Die Mitgliedschaft kostet euch nicht viel, irgendwie 60 Euro im Jahr. Dafür kriegt ihr. Jetzt mach mal was hier für. Mach was für dein Geld. Mach mal was für die Quote. Ich brauch Klicks. Sehr gut. Okay, aber jetzt geh. Wie gesagt, ich habe es sehr diszipliniert kennengelernt. Andere sagen wiederum, dass es teilweise recht teuer ist. Nicht teuer, voll. Dass es recht voll ist, aber ich hatte auch da ziemliches Glück. Beispiel zur Fahrzeit. Für 270 Euro auf der Nordschleife 5x45 Minuten. Boah, das ist sehr krass. Glaube ich, unübertroffen. Und sonst auf GP-Strecken sind es 5x20 Minuten für 240 Euro. Ist echt gut. Es gibt immer eine Fahrerbesprechung, kurze Flaggenkunde, alle sind auf Scheibe. Dann gibt es unterschiedliche Gruppen, je nach Rennstrecke. Aber wie gesagt, ich fand es bisher ziemlich gut.
da kann ich nichts sagen. Wo wir bei Mitgliedschaften sind, ich bin ja länger schon Pistenclub-Mitglied. Das wäre so eigentlich die nächste Stufe, würde ich sagen. Jetzt zahlst du zwischen 600 und 800 oder zwischen 500 und 800 Euro für einen Trackday, auch je nach Strecke. Deutlich weniger Teilnehmer auf jeden Fall als beim DSK. Mega diszipliniert, wirklich. Okay. Selten so erlebt. Also ich bin mit einem Pistenclub gewesen, boah, lass mich überlegen. Wilzer Berg und Nordschleife tatsächlich nur. Dafür dann wiederholte Male, aber kann ich euch ans Herz legen. Kostet, ich glaube, 110 Euro im Jahr. Und eigentlich mit deinem ersten Trackday hast du die Gebühr aber durch die Einsparung schon wieder raus. Coole Leute da, kann ich ja wirklich empfehlen. Das klingt ja schon nach Werbung, aber... Ja ey. Gut, nee, wir zählen alles auf. Also das ist dann, würde ich sagen, gut, wenn wir von Einsteiger sprechen, dann verbinden das viele immer mit wenig Kohle. Es gibt aber auch Einsteiger, die steigen halt mit dem GT3 RS ein. Das wäre dann vielleicht für die Leute na, dann das Richtige. Wie zum Beispiel Richard hier, ne? Ich in der Vergangenheit. Erzähl das mal kurz, ich muss schnell pupsen. Soll ich sagen, ich will einmal mit Profis arbeiten. Ja. Druck raus? Ja. Okay. Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt für unseren Geheimtipp. Oh, und ja. Zwar Meppen. Die Rennstrecke Meppen kennen vielleicht einige von euch. Ist eine relativ kurze, aber sehr technische Strecke. Ich finde sie super cool. Ich bin da schon gefahren. Es ist wirklich eine Strecke, wo man sich und das Auto kennenlernen kann. Und da kommt es wirklich auch echt auf Einlenkpunkte und Bremse an. Und da, die verzeiht einem nicht viel. Macht dennoch wirklich super Spaß. Und das Gute ist, Meppen und alles um Meppen herum ist sehr, sehr, sehr locker, was DB-Kontingent angeht. Und es ist einfach super entspannt. Und da haben wir einen Veranstalter, TC Motorsport Events. Den Link werde ich hier auch auf jeden Fall einblenden. Der hat es letztes Jahr gemacht und das lief 1A ab und macht es dieses Jahr nochmal. Und das ist ein klasse Tipp für jeden Einsteiger und auch für jeden Fortgeschrittenen. Das heißt, was macht die Sache so gut? Der Preis, ich weiß ihn gar nicht im Kopf, ich meine 270 oder 279 Euro, Frühbucher irgendwie ein bisschen günstiger. Okay. Und der Veranstalter, den kenne ich persönlich, der legt viel Wert auf viel Fahrzeit und limitierte Plätze. Nicht gut für ihn, weil nicht viel Kohle reinkommt, aber gut für euch, der euch nicht im Weg steht. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele auf die Strecke drauf müssen. Es gibt irgendein Limit, ich sage jetzt einfach mal 40, ne? Nagelt mich darauf fest. Ich sage jetzt mal 40 und er würde dann quasi nur 30 drauf lassen, nur damit ihr wisst, was ich meine. Das Gute daran ist, also natürlich das Allergeilste daran ist, dass wir zwei auch am Start sind und ihr werdet da echt an die Hand genommen, wenn ihr sagt, hey, ich will mal gucken, was kann denn mein Auto? Dann setzt sich ein professioneller oder ein sehr erfahrener Fahrer daneben. Wie wir zum Beispiel nicht, setzt sich daneben und kann dann auch euer Auto fahren. Ihr seid Beifahrer oder umgekehrt, ihr werdet gecoacht und das ist nicht alles immer sofort mit einem gewissen Aufpreis verbunden, was ich auch ziemlich gut finde und sehr angenehm finde. Normalerweise, wenn ihr einen Instructor haben wollt, eine Taxifahrt oder sowas, dann müsst ihr mal sofort blechen. Und da ist das ein bisschen anders. Klar, Taxifahrten können separat gebucht werden, wenn ihr gar nicht mit eurem Auto dahin kommt, sondern ihr wollt einfach nur durch die Strecke kutschiert werden, geht auch. Aber so, wenn ihr einfach sagt, hey, irgendwie mit der und der Kurve komme ich nicht klar, könnt ihr mir mal die Linie zeigen? Oh, hallo, guten Tag. Könnt ihr mir mal die Linie zeigen? Ist das alles kein Thema? Da sind genug Leute, die euch helfen. Und ja, dementsprechend ist das echt unser Geheimtipp, weil das ist erst das zweite Jahr, dass das Ganze stattfindet. Dementsprechend glaube ich, dass viele von euch das nicht auf dem Schirm haben. Das nächste Event ist am 9.5. an einem Samstag im Mai. Und ich hoffe, viele von euch dort zu treffen. Ich werde auch eine Taxifahrt in meinem Z4 verlosen. Das mache ich auf Instagram. Ich weiß nicht, oder ob ich das auch hier mache. Auf jeden Fall wird die an diesem Samstag stattfinden. Und genau. E36 will auch da sein. Oh ja, genau, für diejenigen, die Glenn nicht kennen. Glenn baut ein E36, wir bauen das Ding zusammen auf für Glenn. Und da gibt es eine wilde Story hinter. Und das wird es aber in einem einzelnen Format hier ganz umfangreich und im Detail geben. Das heißt, wir werden das ganze Auto, die Geschichte, die Story dahinter, werden wir alles zusammen vorstellen. Daher werdet ihr diesen teilweise hübschen jungen Mann recht oft in den nächsten Videos sehen, sobald das Auto wirklich fertig ist.
Wir sind auf der Zielgeraden, muss man sagen. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir sind auf der Zielgeraden. Das Auto wird gerade lackiert. Und, aber dazu kommen wir später. Beziehungsweise da wird es einige Folgen geben. Und ja, wie immer, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr irgendwas wisst, was wir nicht wissen, wenn ihr irgendwelche Trackdays habt oder Erfahrungen mit den genannten Trackdays, alles einfach hier drunter schreiben für alle anderen Zuschauer. Und danke für den dezenten Hinweis. Genau, der letzte Tipp von uns, Trackday-Forum. Ihr könnt euch beim Trackday-Forum anmelden, schaut da mal rein, denn da gibt es eine Rubrik-Veranstaltung und die ganzen Leute posten da immer, wenn die irgendwo unterwegs sind. Und da könnt ihr viele coole Events aufschnappen und ja, auch ein bisschen Networking betreiben und gucken, wer da im Internet unterwegs ist, und dann trefft ihr die in live. So ein. Genau. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, schreibt unter die Kommentare, wenn wir irgendwas vergessen haben. Falls ihr mehr wisst als wir, falls ihr andere Trackdays besucht habt oder ihr sagt, der und der aufgezählte Trackday oder das Event geht gar nicht oder hat mittlerweile andere Preise, haut gerne rein. Alles klar, haut rein, bis dann. Ciao. Tschö.